Ich glaube, viele Schweizer haben überhaupt noch nicht begriffen, dass ihr gesamtes gesellschaftliches Gefüge, die Demokratie, das, worauf so viele Schweizer mit Recht stolz sind, dass das gerade unterhöhlt wird und ersetzt wird durch eine Art, ja, wie soll man das nennen, bürokratischer Medizindiktatur. Die Zeit vor der Aufklärung zurückzufallen. Kant hat 1784, glaube ich, an diesen berühmten Aufsatz geschrieben, was ist Aufklärung? Und hat es erklärt, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist die Unfähigkeit, sich des eigenen Verstandes ohne Lenkung oder Leitung durch eines anderen zu bedienen. Und diese Unfähigkeit oder Unmündigkeit ist nicht darauf zurückzuführen, dass die Menschen nicht klug wären, dass sie keinen Verstand hätten. Nein, sagt Kant, es liegt daran, dass sie zu feige und zu faul sind. Sie lassen lieber andere denken und übernehmen es dann. Und dadurch bleiben sie in dem bequemen Stand der Unmündigkeit. Es gilt zwar nicht mehr, dass die Kirche die oberste Autorität ist, sondern die wurde ersetzt durch die sogenannte Wissenschaft, insbesondere jetzt durch die Hofvirologen, die vorgeben, was Sache ist und wonach sich alle zu richten haben. Und das ist eine ganz einseitige Sicht, die wird nicht hinterfragt, es werden keine anderen Sichtweisen überhaupt angehört, geschweige denn ausgewogen gegeneinander gestellt, sondern es wird von oben nach unten regiert. Und ich bin vor 15 Jahren in die Schweiz gekommen, weil ich das Land liebe, die Berge über alles schätze, mich dort gerne aufhalte. Und die Schweizer haben die Möglichkeit, aufgrund ihrer besonderen Mitwirkungsrechte das Heft selbst in die Hand zu nehmen. Und das passiert aber jetzt gerade nicht. Alle sind oder die Mehrheit der Menschen ergibt sich in sein Schicksal und sagt, der Bundesrat weiß schon, was gut ist. Die Parlamentarier danken freiwillig ab und sagen, Bundesrat, gut gemacht, weiter so, wir wollen dich gar nicht mehr so kontrollieren, wir geben dir weitere Vollmachten. Das ist eine erschreckende Entwicklung und ich glaube, viele Schweizer haben überhaupt noch nicht begriffen, dass ihr gesamtes gesellschaftliches Gefüge, die Demokratie, das, worauf so viele Schweizer mit Recht stolz sind, dass das gerade unterhöhlt wird und ersetzt wird durch eine Art, ja, wie soll man das nennen, bürokratischer Medizindiktatur.